Lennemann, Personenbeschreibung. Ja, heute öffnet sich wieder das nächste Türchen, der Adventskalender am 7. Dezember 2017. Heute habe ich für dich vorbereitet, eben die Personenbeschreibungen, die man in den Lennemann-Karten erkennen kann. Also wo es auch mal mehr als nur um den Charakter geht. Ich persönlich bevorzuge es, nur den Charakter zu deuten, aber ich weiß eben auch, viele von euch wünschen sich das, die näheren Beschreibungen eben mit dem Aussehen, die Größe, die Figur, die Haarfarbe. Ja, manche wollen auch sogar die Sternzeichen deuten. Und dafür habe ich halt eine Möglichkeit auf meinen Karten geschaffen, indem ich da ja auf den Beginner-Decks, vielleicht hast du ja schon das ein oder andere Deck von mir, dass ich da eh schon diese ganzen Deutungsaussagen aufgedruckt habe, dass du eben das schon ablesen kannst und ja, das einfach leichter beim Deuten hast. Auch ein Buch habe ich dazu geschrieben, aber jetzt hier in dem Lernvideo geht es einfach darum, dir zu zeigen, wie man das eben in der Praxis anwenden kann. Also wie du das deuten kannst, wenn du eben diese Aussagen machen möchtest. Ja, dazu komm einfach wieder mit auf meinen Bildschirm, da zeige ich dir das anhand eines Beispiels. Ich habe einfach mal überlegt, ich packe jetzt mal den Herzkönig raus und werde da mal die 8 Positionen drumherum legen und das Ganze für dich als Beispiel deuten. Ja, falls du dich gerade wunderst, warum das Video oder auch der Blogbeitrag heute erst sehr spät erscheint, das liegt daran, dass ich heute Morgen eine Aufstellung gemacht habe für eine Kundin und so eine Aufstellung mit Karten, das dauert eben schon mal gut und gerne 2 Stunden. Wir waren sogar noch etwas länger im Gespräch. Ja, und danach habe ich noch all die Päckchen gepackt, die auch seit gestern die Bestellungen liegen geblieben sind, denn gestern zum Nikolaus habe ich mir einfach mal einen etwas ruhigeren Nachmittag und Abend gegönnt. Folglich hatte ich heute reichlich zu tun und komme eben erst jetzt dazu, dieses Video hier aufzunehmen. Und da muss ich jetzt auch gleich noch den Beitrag dazu schreiben, denn du kennst das ja schon, ich mache gern beides, Video zum Lernen, aber eben auch noch ein bisschen Text dazu. Ja, und deshalb jetzt heute etwas verspätet. Übrigens für morgen habe ich auch das Thema Aufstellungen jetzt mal ausgewählt. Einerseits eben deshalb, weil ich heute Morgen halt genau dieses Thema für mich auch wieder in der Beratung hatte, das heißt für eine Kundin halt, es war eine Familienthemenaufstellung gemixt. Viele von euch haben mich aber schon angeschrieben, einige haben es auch im Blog ja schon gepostet als Kommentar, als Wunsch, was ich noch als Lernvideo machen soll. Und da ging es dann eben um die Themenaufstellungen. Also dass ich eben das nochmal zeige mit den Verbindungslinien und so. Also versprochen ist versprochen. Ich gebe euch das, was ihr euch wünscht. Folglich kannst du dich auf morgen dann auch schon mal freuen. Da werde ich dann so eine Art, ja, ich sag mal, Mini-Aufstellung machen zum Thema Arbeit, Finanzen. Einfach so als Kurzeinstieg, dass du das auch mal siehst. Und eben nicht so eine Intensivberatung, aber eben für die schnelle Aufstellung auch mal eine Möglichkeit, was du da gucken und deuten kannst. Doch jetzt zurück zum eigentlichen Thema, die Lennemann-Personenbeschreibung. Das heißt, komm jetzt mit auf meinen Bildschirm und dann zeige ich dir das versprochene Beispiel, wo du dann gerne natürlich mitdeuten kannst und entsprechend natürlich auch lernen. Also, bis gleich auf meinem Bildschirm. Die Lennemann-Personenbeschreibung. Hier jetzt mal mit in der Mitte herausgelegt der Herzkönig, denn ich würde dir, wenn du schon diese Legung machen willst, dass du hier mehr Details zur Personenbeschreibung haben möchtest, die Person lieber in einer separaten kleinen Legung nochmal herauslegen, denn sonst im großen Kartenbild, eigentlich sind das ja die 8 Positionen drumherum, die du eben ja deutest, was ist bei dem Mann gerade los, und auch natürlich durch die Verbindung zur fragestellenden Person, ja, was hat er Gedanken und Gefühle für sie, beziehungsweise eben, wie schaut's halt einfach mit diesem Mann aus. Charaktereigenschaften kann man natürlich auch mal im großen Bild mit reinnehmen. Ich mache das dann generell so, dass ich mir eigentlich alles drumherum anschaue, um da ein bisschen was zum Charakter zu sagen. Wenn du das Ganze in einer kleinen Legung machst, dann kannst du gezielt hier auch die Positionen festlegen für Größe, Alter, Figur, die Haarfarbe, Sternzeichen. Das würde ich allerdings, wie gesagt, wirklich nur bei Personen machen, die man noch nicht kennt, wo man dann halt einfach neugierig ist, um den etwas genauer beschreiben zu können. Ich persönlich mache das nicht so gern. Ich deute eigentlich immer nur den Charakter und vielleicht noch, wo die Person das jetzt, die andere Person halt kennenlernt. Aber da ich halt weiß, dass sich das viele immer wünschen mit diesen Beschreibungen,
habe ich das eben auch auf meinen Kartendecks mit draufgenommen, und dass du es dann einfach leichter zum Ablesen hast und entsprechend dann hier auch mal so eine separate kleine Legung noch machen kannst, wo du einfach genau ja mal herausfinden kannst, wie sieht die Person eigentlich aus, ja, und was hat sie halt noch für einen Charakter. Hier nochmal meine zwei Kartendecks, die es ja mit den Texten gibt. Also das ist ja hier Angelinas 40 mystische Lernemore-Karten. Und das hier sind zum Beispiel die Lernemore-Karten Königsklasse mit Deutungstext. Wobei du hier unten, also es steht auf beiden immer der gleiche Text, ist halt nur, wie das Bild gezeichnet ist. Hier unten sind immer die allgemeinen Aussagen. Hier an der rechten Seite ist das Spirituelle. Links in grün ist die Zeitangabe und der Gesundheitsaspekt. Und hier oben halt für alle, für die das dann halt wichtig ist, sind halt die Personenbeschreibungen. Ich mache das eigentlich nur bei den Rückführungen, dass ich da nochmal gucken kann, wer war ich denn, ne? War ich ein Mann, war ich eine Frau, war ich groß, war ich schlank, war ich alt, oder bin ich alt gestorben oder nicht da. In der Rückführung sind solche Sachen dann eben aus der Neugier heraus schon mal wieder ein bisschen interessanter. Bei Personen, die man jetzt kennenlernt, würde ich nicht so voreingenommen sein und sagen, okay, wenn du jetzt hier zum Beispiel kein Krebs, Skorpion oder Fisch bist, dann bist du jetzt nicht mein Traummann, dann will ich dich nicht. Oder wenn du jetzt hier nicht groß oder älter oder wie auch immer bist, dann will ich dich auch nicht. Also ich mache das nicht. Ich möchte nicht so voreingefasst sein, dass ich dann Personen, nur weil sie jetzt nicht mehr der Beschreibung passen, nicht nehmen würde oder eben gar nicht erst kennenlernen wollte. Aber wie gesagt, ihr habt es euch gewünscht. Also von daher, es steht auf den Karten definitiv drauf. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr das halt in der Deutung dann auch zum Einsatz bringt. Und zwar gibt es da auch wieder diese 8 Positionen, wo ich mir dann halt entsprechend überlegt hatte, okay, da das ja hier so die Vergangenheitsseite ist, das bringt man also definitiv mit, habe ich jetzt hier einfach mal die Größe, Figuren, Sternzeichen. Oben drüber fand ich jetzt ganz passend die Haarfarbe, eben für den Kopf. Hier diese rechte Seite für den Charakter und wo man kennenlernt. Und eben entsprechend hier noch das Alter. Ja, das ist jetzt so mein Zuordnung. Du kannst es natürlich gerne auch anders für dich festlegen. Wenn du zum Beispiel sagst, nee, ich will das Alter lieber hier links haben und die Größe hier unten, dann kannst du es natürlich auch ändern. Oder wenn du halt sagst, ach, das ist mir hier mit Sternzeichen und Haarfarbe auch nicht so wichtig, kannst du hier auch noch den Charakter deuten. Du musst nur einfach für dich ein System festlegen, wie du das deuten möchtest. Die Zuordnungen von den Karten, also was ist das, hast du dann ja hier als Hilfsmittel mit drauf. Ansonsten kannst du natürlich auch selbst überlegen, also ich gebe dir mal ein Beispiel. Das Haus hier zum Beispiel hat, also hier jetzt so ein rotbraunes Dach. Die meisten Häuser, die man so sieht, haben auch eher die rötlichen Ziegeln. Deswegen wäre so beim Haus ist das Dach ja auch die Kopfebene. Daraus abgeleitet die Haarfarbe eben eher rötlich. Oder jetzt hier der Turm, der ist eher groß und schmal. Also kann man auch sagen, die Größe groß, die Figur schmal. Ja, so habe ich das eben aus den Karten abgeleitet, um entsprechende Deutungsaussagen zu treffen. Und jetzt gucken wir uns hier mal ganz konkret dieses Beispiel an. Hier unten. Das war ja für mich die Position für die Größe. Da liegen jetzt die Sterne. Und also nochmal der Herzkönig, der wurde offen rausgelegt, weil um diesen Mann geht es jetzt. Ja, und die Sterne, da habe ich den Hinweis, viele Sterne am großen Himmelszelt. Deswegen habe ich gesagt, die Sterne haben einfach die Zuordnung, die Person ist groß. So, beim Turm hatte ich ja eben auch schon kurz erwähnt, sehe ich als Figur das Schlanke, weil das ist ja eben ein recht schmales Gebäude. Der Reiter, der liegt hier oben bei den Sternzeichen. Reiter ist ja so auch der Hinweis, Feuerzeichen passt jetzt hier vom Sternzeichen, also Widder, Löwe oder Schütze. Feuer eben wegen dem Temperament und eben auch für die Bewegung. Also temperamentvolle Menschen sind meistens auch, ja, sage ich mal, sehr bewegungsfreudig oder eben sehr hitzig oder ja, also einfach alles, was so mit Temperament und Bewegung zu tun hat. Deswegen würde ich hier halt einfach als Sternzeichen eines der Feuerelemente zuordnen.
Beim Sarg, die Haarfarbe, das ist jetzt in dem Fall auch wieder einfach. Die meisten Särge, die man so kennt, sind halt eher auch in diesen dunklen Farben. Auch fast allen Lennemore-Kartendecks ist der Sarg auch in schwarz gezeichnet. Also deswegen hier einfach die Haarfarbe ist schwarz oder eben entsprechend sehr dunkel. Ja, beim Charakter jetzt hier die beiden Karten, einmal die Engelsflügel aus meinem 40er-Deck und dann noch der Park. Ja, Engelsflügel, da geht es halt um den Beschützerinstinkt, kann sich gut schützen, aber auch natürlich andere schützen, die Führungsqualitäten. Und beim Park, da möchte die Person gern im Mittelpunkt stehen, gesellig sein, auch beliebt, aber auch der Teamgeist. Also von daher, das wären jetzt so die Charakterbeschreibungen. Dann haben wir noch das Kind, was ich hier auf der Position vom Alter liegen habe. Das Kind an sich sagt ja schon, das ist eine sehr junge Person. Also von daher, und dann ist ja auch noch der Pik Bube drauf. Für mich ist jetzt das einfach ein Hinweis. Das ist ja auch für mich die Zuordnung für ein Kind, der Bube. Und dann eben ist es sowieso. Hier jetzt die Kleinkindkarte. Deswegen, also das müsste schon eine Person sein, die wirklich sehr viel jünger ist als die fragende Person. Natürlich jetzt kein Kind, aber eben entsprechend, wenn man immer vom Alter der fragenden Person ausgeht, dann wäre hier doch schon ein deutlicher Altersunterschied in Richtung, dass der Mann doch ja schon viel jünger ist. Ja, der Brief auf der Position, wo werde ich die Person kennenlernen, das ist auch noch beim Deuten sehr interessant. Also wie gesagt, ich gebe den Vorzug Charakter und wo man jemanden kennenlernt. Und da wäre halt der Brief natürlich alles, was mit Kommunikation zu tun hat, Kontakte knüpfen, sei es nun der Brief an sich, die Nachricht, kann auch mal das Telefonat sein, in der heutigen Zeit aber eher E-Mail und SMS oder eben die Visitenkarte. Also auf jeden Fall würde ich sagen, hier irgendwie durch eine Nachricht, eine Neuigkeit, kommt man vielleicht ins Gespräch, in die Kommunikation. Natürlich kann es auch die Begegnung auf der Post sein oder man kriegt vielleicht mal eine fehlgeleitete SMS oder einfach irgendwie so Dinge, wo man mit Menschen in Kontakt kommen kann. Also dadurch, dass der Park hier auch natürlich angrenzend mit bei ist, würde ich das sowieso noch mal unterstützend mit dazu nehmen und sagen, ja, da, wo viele Menschen sind, wo viel los ist, wo man eben auch Kontakte knüpfen kann. Da ist es dann eben möglich, vielleicht sogar hier, wenn man es jetzt ganz überspitzt und die drei wieder zusammendeutet, in der Öffentlichkeit, wo Kinder sind. Das kann eben der Kindergarten sein, der Spielplatz sein. Ja, einfach da, wo man mit anderen Menschen in Kontakt kommt und wo vielleicht eher die jüngeren, kleineren Menschen sind, also in dem Fall die Kinder, dass man darüber hier dann diesen Mann kennenlernen kann. Also von daher, meine Empfehlung ist, guck dir eher diese drei Karten an, für wo man jemanden kennenlernt und die anderen hier drumherum eher für den Charakter. Aber wie gesagt, der Vollständigkeit halber habe ich dir das jetzt hier als Legesystem auch mal gezeigt und du findest das Ganze auch zum Nachlesen in meinem Buch Band Nummer 5. Also da habe ich einfach diese ganzen Deutungsmöglichkeiten aufgesplittet für diejenigen, die das eben wissen wollen und auch, wie ich es draus abgeleitet habe mit den Hinweisen, die ich dir hier ja auch gerade gegeben habe. Und ich erkläre dir dann natürlich auch ausgiebig in dem Buch mein vertiefendes Deutungssystem mit diesen 8 Positionen. Ja, und jetzt einfach hier unter diesem Video, wenn du auf meiner Blog-Webseite bist zum Kartenlegen lernen, dann findest du da auch nochmal einen Ausschnitt aus meinem Buch Band 5 mit noch mehr Deutungsmöglichkeiten. Das heißt, ich werde einfach mal die Karte 1, der Reiter, mit all seinen Deutungen, die ich in diesem Buch aufgeschrieben habe, für dich hier in den Blogbeitrag einfügen, dass du mal siehst, wie dieses Buch also schon mal von den Kartenbeschreibungen aufgebaut ist. Natürlich sind dann weiter hinten, nachdem alle 40 Karten erklärt wurden, auch die ganzen Legebeispiele drin, wie du eben das mit dieser vertiefenden Deutung dann auch direkt in der Praxis anwendest. Ja, solltest du gerade noch bei YouTube sein, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst für das Video, wenn es dir gefallen hat. Wenn du sowieso hier von meinem Adventskalender begeistert bist, den ich hier gerade aktuell starte, dann freut es mich natürlich umso mehr, wenn du likest und kommentierst und gerne auch teilst. Ja, und dann bis morgen, bis wir das nächste Türchen im Adventskalender öffnen. Alles Liebe, alles Gute, Angelina Schulze.